Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben 17.38 Uhr. Der DAX hat geschlossen und zwar fast auf dem Tageshöchstkurs. Ein ordentlicher Tag. Also ich glaube, ich habe NTV noch nie so lang angehabt wie heute. Schon spannend, was da drüben passiert, muss ich sagen. Mein Name ist Christian Schlegel, willkommen zum DAX-Clip. Und ich fange direkt mit einer Sache an. Ich habe überlegt, es sind viele Leute, sind jetzt coronamäßig wieder im Homeoffice. Das kann man da vielleicht auch nutzen für ein bisschen Fortbildung. Ich wollte es eigentlich nicht mehr machen in diesem Jahr, aber ich habe mir überlegt, wenn einer mal Lust hat auf eine halbe Stunde, Stunde oder was auch immer, Coaching, was Börse angeht, dann schickt mir ein Mail an www.schlegel-trading.com. Dann gucken wir mal, wie wir sowas hinkriegen können, weil ich bekomme immer wieder Nachfragen. Ich habe es bisher abgelehnt, aber ich mache das jetzt nochmal. Was soll ihr die ganze Zeit zu Hause sitzen? Da könnt ihr auch ein bisschen was lernen. So, und dann zeige ich euch, bevor ich in die Scheine gehe, einen Minifilm, den pflege ich ein, von 34 Sekunden ohne Ton. Da geht es um die App, die ich mitgebaut habe oder mitentwickelt habe. Weil das ist jetzt also spruchreif und das Ding geht jetzt on the road. Aber jetzt fangen wir beim DAX an. Tagesbild. Ich hole es ein bisschen weiter hier rüber. Es gibt hier ein paar Linien, da gehe ich gleich auf den tieferen Zeiteinheiten drauf ein, die Fibos. Und diese Linie, an der wir gerade eben genau handeln, 12.345, das ist diese Abrisskante. Als wir da letzte Woche durchgegangen sind, verließen sie ihn. Da sind wir genau dran. Man nennt es Back to Breakout. Vom Tag her ist das alles okay hier. MACD fein, Stochastic fein, wird unterstützt von einer ganzen Reihe von Werten. Nehmen Sie nur mal die Bayer, sind auch 10% gestiegen. SAP hat sich gefangen. Also das sind dann schon Schwergewichte, die dem Index helfen. Meistens ist es so, wenn wir das Band, in diesem Fall das untere, verlassen haben, ist die erste Korrektur bis zur 20-Tage-Linie. Die war heute hier am Mittwoch bei 12.465 und die verliert momentan mit der Geschwindigkeit von 35 Punkten, also morgen 12.430 und am Freitag dann etwas unter der 12.400. Das obere Band hat auch eingeknickt, hat seinen Job erfüllt. Das war hier an diesem Tag dann schon zu sehen bei 11.800. Ja, meine Güte, ich habe gestern auch die meisten Positionen geschlossen, das war mir einfach zu Joker. Ja, und dann lieber glatt in den Tag reingehen und heute dann hin und her spielen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist eine sehr, sehr schöne Börse für Daytrader. Wirklich schön. Endanleger, ja. Bayer, SAP, kannst du immer wieder sagen. Auch eine Allianz hat sich gefangen bei 150, ja, gar keine Frage. Aber für Daytrader ist das also super und das wird mit Sicherheit noch bis Freitag einschließlich so bleiben. Also vom Tag her gefällt mir das eigentlich alles recht gut. 4 Stunden. So, das ist die 4 Stunden. Wir sind über den Oszillator schon sehr hoch. Wir gelten als überkauft, ganz klar nach der Bewegung. Wir haben ja jetzt schon wieder 1000 Punkte aufgeholt. Ja, also wir sind 1000 Punkte gestiegen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das MACD ist hier im Moment signallos. Es geht wieder leicht hoch, aber ich traue dem Freund nicht. Denn, und jetzt komme ich zu den Linien. Sie stellen fest, dass ich die Fibos nicht so angelegt habe, dass ich hier auf die Tiefs gegangen bin. Das hat den Hintergrund, ich habe die auf die Xetra-Kurse angelegt. Ich bin nach wie vor einer der Freunde. Ich handle nicht vor 9, ich handle nicht nach 17.30 Uhr. Da reagiere ich vielleicht, aber ich agiere nicht. Ja. Für mich sind die Kurse vorher und hinterher und vor allen Dingen in der Nacht alle gelogen. Ich nehme das nicht ernst. Ich gehe dahin, wo der Umsatz stattfindet und das ist von 9 Uhr bis 17.36 Uhr. Deswegen, diese Linien sind also gedacht an den Xetra. An den Xetra-Kursen. Diese Linien, also wie gesagt, sind angelegt an die Xetra-Kurse. Und was haben wir gemacht? Wir sind etwas über das 50er Retracement hoch. Wir hängen am oberen Band. Wir sind genau an dieser Abrisskante, die ich eben schon besprochen hatte, bei 12.345. Da handeln wir also auf dem Punkt dran. Back to Breakout. Danach habe ich als Widerstand hier erstmal nur diesen Bereich von dem 61er Retracement. Da sind wir bei 12.501. Ja, die 20-Tage-Linie ist also morgen bei 12.430. Da sind wir ungefähr hier. Das wäre dann auch noch ein weiterer Widerstand. Vom 4-Stunden-Chart, wie gesagt, wir gelten als überkauft und MACD hilft mir nicht. Die Bänder gehen leicht auf, aber nicht wirklich signifikant. Das sind die Punkte von 4 Stunden, 12.345 und auch hier die 12.300, die wir jetzt schon leicht überboten haben. Gehen wir mal auf die Stunde. Die Stunde bietet mir ein ähnliches Bild. Die Linien sind jetzt die gleichen. Ja, hier 12.345,
Auch da, logisch, wir sind dran. Wir handeln im Moment bei 12.335. Vergessen Sie das hier, das ist ein 200er gleitender Durchschnitt, SMA. Da gucke ich nicht drauf, also mir sagt der nichts. Aber auch hier, ich habe eine sehr schöne Unterstützung bei 11.800 und die Widerstände, die ich eben schon genannt hatte. Das MACD ist weiter leicht positiv, aber auch hier ist der Oszillator zu hoch. Das kann sich aber noch über ein paar Stunden ziehen. Also ich habe kein Problem damit zu glauben, dass der auf die 12.500 geht. Allerdings wird ihm die 20-Tage-Linie da schon mal eine Bremse machen. Wie gesagt, 12.430 für Donnerstag und 12.395 für Freitag. So, bevor ich Ihnen jetzt die Scheine zeige, gibt es ganz kurz den Film. Der ist ohne Ton, nicht wundern, nicht, dass Sie da jetzt da dran rumdrehen. Und wenn dann mein Ton wieder ankommt, Ihnen die Ohren wegfliegen. Dauert nur 34 Sekunden. So, ich habe das heute mal ein bisschen anders gemacht mit den Scheinen. Ich muss euch nämlich mehr Scheine nennen. Ich habe hier die kleine Liste. 11.730, da sind wir also weit unterhalb des unteren Bandes auf Stundensicht, aber wir sind auch unter dem Tief von heute. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman, die sind alle hier von Goldman Sachs. GF5 W9D. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen näher dran. 11.830, da sind wir unter dieser Kerze hier, 11.830, alles Open End und das ist die GF5 W87. Das ist also für die Leute von euch, die meinen, dass wir entweder hier drüber gehen oder dass wir jetzt nochmal an der 20-Tage-Linie, ich sage es nochmal, 12.430 morgen, ein bisschen runterkommen und vielleicht nochmal die 12.000 küssen. Das wären die Scheine, dann haben sie auch einen sehr schönen Hebel. Bei dem Putz gehe ich ein bisschen aggressiver vor. 12.531 liegt hinter dem 61er Retracement, also hier hinter. 12.531, das ist für den Fall, dass es hier eine Umkehrkerze gibt. Umkehrkerze sind Shooting Stars, sind Dojis zum Beispiel. Bearish Engulfing Patterns, solche Geschichten sind Umkehrkerzen. Deswegen habe ich den hier oben genommen, 12.531. Und das ist die GF5 CDM, der hier. Und als letzten für die, das ist doch ein bisschen zu heiß ist, gehe ich hinter dieses Zwischenhoch hier, 12.739. Und das ist die GF5 427. Ich glaube, dass mindestens bis Freitagabend der Markt sehr volatil bleiben wird. Also so Bewegungen von 200 Punkte am Stück, damit müssen Sie rechnen. Je nachdem, welcher Staat irgendwie an wen auch immer fällt. Ich finde es spannend, aber seien Sie auf der Hut. Machen Sie bloß keine zu großen Positionen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.